In Rostock könnte bald eine kombinierte Eis- und Schwimmhalle entstehen. Derzeit wird geprüft, unter welchen Rahmenbedingungen sich die geplante 25 Millionen Euro Investition realisieren lässt. Die Multifunktionsarena soll neben der Hansemesse in Schmal entstehen. Der Vorteil der Kopplung von Eissporthalle und Schwimmhalle? Der Gesamtenergieverbrauch wird extrem reduziert, weil die Abwärme der Eishalle zum Aufheizen des Badewassers genutzt werden kann. Vorbild für dieses Projekt ist das Eis- und Schwimmstadion in Köln. Baubeginn in Rostock soll im Jahr 2020 sein.